In der letzten Folge. Musiker Gregor Meile tauscht in Valparaiso Gitarre gegen Kochmütze. Super. Und zwei unmusikalische Reiseleiter gehen auf Instrumentensuche. Meine Recherche ist ziemlich in die Hose gegangen heute. In die Hose gegangen. Aber während die Südamerika-Neulinge noch die Verhaltensregeln üben. Ja, dass man die Leute nicht so nah ranlassen sollte am besten und immer darauf aufpassen, dass alles noch da ist am Ende. Freut sich Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleis schon auf die neue Reise. Ein schwieriger Teil liegt hinter uns und ein noch schönerer Teil vor uns. Mit einem funkelnden Lichtermeer begrüßt die chilenische Küste die Grand Lady im Morgengrauen. Und der stellvertretende Kreuzfahrtdirektor Jörn Hofer seine Gäste. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Direkt schiffsvoraus liegt derzeit unser heutiges Tagesziel Coquimbo, diese 300.000 Einwohner zählende Stadt hier im Norden von Chile. Das Anlegemanöver in der Hafenstadt Coquimbo übernimmt heute Staffkapitän Bojan Malev unter der Aufsicht von Kapitän Morten Hansen. Ist das Schiff nah genug am Pier, schleudert die Crew eine Wurfleine an Land. Die Fänger ziehen die Festmacherleinen herunter, die am anderen Ende der Wurfleine hängen. Kadettin Ellen Tusch überwacht auf dem Mooring-Deck das Anlegemanöver. Alles läuft wie am Schnürchen. Sogar mit vierbeinigem Beistand. An Land hatten wir einen kleinen Helfer, einen Hund, der hat sich die Heving-Leine geschnappt und hat damit gespielt. Es war ganz lustig für uns zu sehen. Gestört hat es dann nicht wirklich. Staffkapitän Bojan Malev ist der Stellvertreter von Kapitän Morten Hansen. Er freut sich über das Vertrauen seines Chefs. It's a pleasure. I like this job. And I can say thank you to Captain Morten because he gave me opportunity to maneuver with the ship. Sobald die Gangway zwischen Schiff und Pier steht, können die Passagiere auf Entdeckungstour gehen. Auf Angela und ihre Schwester Anja freut sich schon das vierbeinige Begrüßungskomitee. Reiseleiterpraktikantin Dominique lotst die Gäste je nach Ausflugsziel in die entsprechenden Busse. Für die Schwestern geht es seit langem mal wieder zusammen an den Strand. Das ist das erste Mal, dass wir gemeinsam unterwegs sind, seit ich ausgezogen bin zu Hause. Und das war immerhin, da war ich schon 17. Von daher ist es spannend, aber wir haben schon die erste Nacht in der Kabine gemeinsam verbracht und wir haben super geschlafen. Also wir vertragen uns ganz gut. Beste Voraussetzungen für eine Reise in die Vergangenheit. Als Kinder haben Angela und Anja mit ihren Eltern 3 Jahre lang in Mexiko gelebt. Auf der Kreuzfahrt möchten sie ihrer alten Heimat einen Besuch abstatten. Doch zunächst gehen sie mit dem chilenischen Sand auf Tuchfühlung. Also der Sand an den Füßen ist einfach schon ein totales Urlaubsfeeling. Also man kann einfach schon wieder entspannen und wir gucken jetzt mal, wie das Wasser einfach ist, um mal da ein Stück reinzulaufen, weil einfach mal spüren, wie es ist. Vermutlich recht frisch. An der Küste Chiles fließt der kalte Humboldtstrom vorbei. Meine Hose! Mehr als 20 Grad sind da selten drin. Also es ist kühl, aber es ist sehr angenehm. So kalt ist es gar nicht. Also ich glaube, ich würde sogar auch reingehen, wenn ich jetzt ein Bikini mit hätte. Statt einem kalten Bad nehmen die Schwestern ein paar Muscheln mit. Im Hafen sicher festgemacht, liegt die Grand Lady in ihrer ganzen Pracht. Entertainment-Managerin Cori geht es dagegen nicht so prächtig. Sie hat Schmerzen im Rücken. An die Unterhaltung der Gäste ist in diesem Zustand nicht zu denken. Hallo, darf ich euch kurz stören? Hallo Cori, selbstverständlich. Hi. Na, was gibt's? Ja, ich habe so ein bisschen Probleme mit meiner Hüfte. Aha. Es ist jetzt nicht unerträglich, aber es ist sehr unangenehm und ich fühle mich halt in meiner Mobilität richtig eingeschränkt. Na, dann schauen wir uns erstmal an. Ja. Schiffsarzt Dr. Koller hat schon die deutsche Hockey-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen betreut. Cori ist in den besten Händen. Wenn ich hier so drücke, tut das weh? Da gibt's so, ja, das tut alles weh da rundum. Ja. So, ich drücke jetzt erstmal da. Ja. Ist immer ein bisschen unangenehm. Ja.
gleich? Ja, gleich, oder? Ja, okay, da merkst du es. Es behindert mich halt total in meiner Mobilität. Ich bin es ja gewohnt, auch mich viel zu bewegen, gerade durchs Tanzen. Und ich kann jetzt momentan noch nicht mehr im Schneidersitz sitzen. Und das stört mich einfach total. Und gestern hat es halt auch beim Laufen wehgetan. Und ist jetzt nicht so super schlimm, aber stört. Cori, kannst du auch gleich mithören. Also die Beweglichkeit der Hüfte ist komplett frei. Es tut dir halt endgradig weh, wenn die entsprechende Muskulatur gedehnt wird. Also schaut es eher nach muskulären aus. Und was reflektorisch halt oft zumacht, ist halt der Muskel hier. Ja, ja, der ist es hauptsächlich. Halt. Der Gluteus medius halt hier. Der Gluteus medius am allerwertesten. Auf gut Deutsch der mittlere Gesäßmuskel. Das Wichtigste ist natürlich entsprechende Bewegung und Übungen. Und das ist natürlich an Bord halt immer auch die Problematik, dass sie halt nicht so viel Zeit haben. Sie müsste halt regelmäßig halt ihre Übungen machen. Jetzt muss sie halt mal schauen, dass sie das locker kriegt. Sprich, sie muss halt dann zum Physiotherapeuten. Die Zeit muss sie sich halt einfach nehmen. Aber es ist Gott sei Dank nichts Schwerwiegendes. Eine entspannte Thai-Massage wäre jetzt genau das Richtige für Cori. Doch dafür liegt die Grand Lady gerade vor dem falschen Kontinent. Dafür bietet Südamerika andere regionale Spezialitäten, die auch eine lockernde Wirkung haben sollen. Vor allem der Zunge. Damit hat Musiker Gregor Meile aber bekanntlich keine Probleme. Ich bin natürlich total fasziniert von dem Wein aus Chile. Das ist ja weltbekannt. Und dass man die Möglichkeit hat, das auszuprobieren, ja, dahin zu fahren. Und Josef hat sich geopfert, da freiwillig auch mal Wein zu probieren. Und wollte sowieso schon lange mal machen. Das ist natürlich perfekt. Und sagt, dann kommt er einfach mit, der Josef. Der Ausflug zum Weingut ist für Hotelmanager Josef Brunner eine willkommene Abwechslung. Jetzt bin ich seit knapp 3 Monaten am Schiff und das ist genau das 3. Mal, dass ich also länger als wie nur 10 Minuten einmal, dass man runtergeht vom Schiff. Die Reise führt durch das Tal Elqui, dem eine kosmische Strahlung nachgesagt wird. Hier gab es schon häufig UFO-Sichtungen, vermutlich nach der Weinprobe bei Marlies. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ich bin Marlies. Ich bin der Gregor. Schön, dass wir hier sein können. Hallo, hola. Ich bin der Josef. Hola. Josef, hola. Hola. Marlies hat deutsche Vorfahren, daher ihre guten Sprachkenntnisse. Zusammen mit ihrem Mann Raimundo führt die Rentnerin das nördlichste Weingut Chiles. Hier ist es Durchschnitt 32 Temperatur, 32 Grad Temperatur. Ja. Und deshalb wachsen hier die Trauben unter dem Laub. Geschützt. Geschützt von der Sonne. Sonne. Denn der Saft davon ist ja so ein Saft, ist so süßlich, hat nicht viel Aromen. Genau. Die Aromen kommen von der Schale. Und wenn das verbrennt mit der Sonne, dann wird es braun und wie Stroh und gibt nichts mehr ab. Der Besuch in den Weinreben weckt bei Sänger Gregor Meile süße Jugenderinnerungen. Ich bin ja auch in Weinbergen groß geworden. Nur beim Weinlesen, es wird wahrscheinlich auch hier so sein, da ist immer der Traubensaft hier runter. Und ich hatte immer so einen Parker an im Winter, gerade im November bei der Spätlese, wenn er ganz süß ist. Dabei. Und alles verklebt. Und nachher kommst du dann so nach Hause, weil alles geklebt hat. Aber hier ist Gregor Meile zum Verkosten, nicht zum Ernten. Auf der Grand Lady könnte es derweil etwas feuchter werden. Please, have a seat. Thank you. You called me? Yes, I have a job for you. Der zweite Offizier Christian Baumann bekommt von Staffkapitän Bojan Malew einen wichtigen Auftrag. Die Inspektion der Ballasttanks. Sie sorgen für die richtige Balance im Schiff. The tanks are actually something very important for the ship, because if they're not maintained in a proper way, there is a risk for hole, for water penetration, and this event will affects the stability of the ship, respectively the life of all our passengers. In den Tanks kann die Luft dünn werden. Eine Gefahr für die Inspektoren. Zur Sicherheit gibt der Staffkapitän dem Offizier ein Sauerstoffmessgerät mit und erklärt die Funktionsweise. Ja. Just to make sure that it's working. Yes. Wir testen das vorher, indem wir unsere Ausatemluft in das Gerät blasen, weil in der Ausatemluft ja weniger Sauerstoff drin ist als in der Atemluft, die man einnimmt. Und das Gerät gibt einen Alarm, wenn der Sauerstoffgehalt nicht ausreichend ist. Und so soll das im Tank ja auch sein. Wenn wir in eine Ecke kommen, in der wir nicht genug Sauerstoff haben, soll uns das Gerät hier alarmieren, dass wir aus dem Tank rausgehen. Genug Sauerstoff bekommen die Trauben im Weingut Cavas del Valle auf 1080 Metern Höhe das ganze Jahr über.
Unter den neugierigen Blicken der tierischen Bergbewohner zeigt Hausherrin Marlies dem Sänger Gregor Meile und Hotelmanager Josef Brunner das Herzstück der Weinproduktion. Etwa 25.000 Flaschen verlassen jährlich das Gut. Guck mal, das ist die Presse und hier kommt die Maische rein. Ja? Die presst das dann und das ist so trocken wie Stroh. Mhm. Und das tun wir dann auch in den Kompost. Mhm. Und da kommen die Schafe und die lieben das. Ja, ja, klar. Und die fressen das und das hat dann noch Reste vom Alkohol. Ah, okay. Und dann sind die so mit einem blauen Mund, weißt du? Und dann sind die so ein bisschen so, ganz alles sehr fröhlich. Nicht nur die Schafe warten ungeduldig auf eine Kostprobe, sondern auch die Besucher von der Grand Lady. Also das ist ein Gran Reserva Syrah, wie ich euch gesagt habe, 2011, ja? Dankeschön. Gregor Meile erweist sich als ausgesprochener Connoisseur. Also der hat, ist sehr, sehr gehaltvoll. Das heißt, die ganzen Tannine spürst du eigentlich hin auf der Zunge. Die ganze Zunge zieht sich zusammen. Also ich könnte jetzt eine Stunde lang darüber erzählen, aber es ist wirklich, das ist ein toller Wein. Sehr, sehr toller Wein, sehr kräftig. Muss man aufpassen, darf man, ne, wenn man noch fahren muss. Aber wir müssen ja heute zum Glück nicht fahren. Gott sei Dank. Wir sagen, Prost. Das Problem erübrigt sich heute. Denn für ein zweites Gläschen ist leider keine Zeit. Ich habe mich gefreut. Vielen Dank für den Rundgang. Hast ein wunderschönes Plätzchen hatte hier gefunden. Ja. Freut mich, dass euch gefallen hat. Und wie gut. Da gerät die Grand Lady kurz in Vergessenheit. Also ich habe viel gelernt, muss ich wirklich sagen. Ich bin echt begeistert. Ne? Toll. Und der Wein war echt, also dieser Muscatella. Könnte mich jetzt schon zur Ernte anmelden. Ne? Ja, ich würde auch gerne. Zum Mithelfen. Jetzt für zwei Wochen hier ein Praktikum machen, was kochen. Ich würde als Gegenleistung kochen dafür. Ein bisschen Musik machen. Ich würde sogar auskehren oder die Schafe hüten. Ja. Also, das also gut. Kann ich auf jeden als Schäfer Fall. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, danke. Ja? Aber auch auf dem Schiff darf Josef Brunner genug Schäfchen hüten. Die Herren treten die Rückreise an. Im Hafen steht die Inspektion der Ballasttanks bevor, die zum Ausgleich der Schiffslage dienen. Der zweite Offizier Christian Baumann und Kadett Markus sind schon unterwegs. Ja, Maschinenraum unterwegs zu sein und auch gerade hier direkt am Ende des Schiffes und auch in die Tanks zu gehen, ist immer spannend, immer super. Ich freue mich immer drauf, wenn es irgendwas zu inspizieren gibt. Doch bevor sich der 32-jährige Offizier den leeren Tank anschauen kann, muss er prüfen, ob er da drin überhaupt Luft bekommt. Ja, ich messe jetzt den Sauerstoffgehalt hier im Eingangsbereich, bevor ich in den Tank reingehe. Das ist wichtig für unsere eigene Sicherheit, denn wenn wir nicht genug Sauerstoff im Tank haben, dann könnten wir umkippen. Das wollen wir natürlich nicht. Das Gerät bleibt stumm, die Luft ist rein. Der ehemalige Fitnesstrainer schwingt sich in den leeren Tank. Liegt das Schiff nicht ideal im Wasser, wird dieser geflutet. Das ist ganz hinten am Schiff. Das da hinten, diese Wand, das ist das Ende des Schiffs. Und das ist ein Ballastwassertank. Normalerweise wird ein Ventil geöffnet. Wir sind ja unter der Wasserlinie. Das Seewasser, also von draußen das Wasser, kommt hier rein, um das Schiff auszugleichen. Das sieht man hier oben. Also von hier kommt das Wasser rein. Durch diese ganzen Löcher, die hier unten sind, in den Stahlplatten, fließt das Wasser nach unten und von hier kann es abgepumpt werden. Also man lässt es oben rein und pumpt es, wenn man es wieder auspumpen muss, da hinten ab. Sauerstoffmangel ist nur eine Gefahr in den Tanks. Durch das Meerwasser können sich Algen an den Stahlträgern festsetzen. Achtung, Rutschgefahr. Ist schon nicht ganz ungefährlich. Deswegen ist der Puls auch immer ein bisschen höher. Man ist voll konzentriert. Weil wenn man hier daneben tritt oder so, ist auch die Chance, dass man sich relativ schwer verletzen kann. Das darf nicht passieren. Deshalb geht die Inspektion nur langsam und mühsam voran. Nicht weniger abenteuerlich gestaltet sich für die Schwestern Anja und Angela ein Besuch auf einem Markt von Coquimbo. Meeresfrüchte, soweit das Auge reicht. Und frischer kommt ein Fisch nicht auf den Tisch. Besonderes Interesse erweckt eine Art rotes Seeungeheuer. Es ist Beauty. Es ist Pulpo. Die raus und dann kann man die da so kaufen. Ein bisschen wie Pappe fühlt sich das an. Das ist nicht super hart, aber auch nicht super weich. Aber wie genau das jetzt heißt, übersetzt, kann ich mir nicht erklären. Aber es scheint auf jeden Fall gut zu schmecken. Und nicht nur das, die chilenischen Männer schwören darauf. So, lass das mal schmecken. Ich guck mir das mal an. Guten Appetit. Very good, very good, very good. Hm.
jetzt probieren wir mal die rote Muschel, oder? Okay. Was der da rausgeholt hat. Schmeckt sehr. Schmeckt nach Meer, auf alle Fälle. So etwas salzig und. Aber nicht, aber nicht eklig. Also sehr anders. Auf alle Fälle. Die rote Muschel ist eine Pure, eine regionale Delikatesse für echte Liebhaber. So wie Kapitän Morten Hansen und Bordarzt Winfried Koller. Ihre Leidenschaft gilt aber weniger salzigen Meeresfrüchten als vielmehr dem Radsport. Bewegung ist wichtig. Ein bisschen weg vom Schiff und ein bisschen Kopf freischalten. Also ich bin heute ganz planlos, ich habe aber meinen Navigator dabei. Du hast deine Apps auch dabei? Die App habe ich dabei, ja. Gut, da schalte ich mal ein. Erste Hilfe dabei. Alles klar, Winnie, dann kann man losfahren. Da kann nichts mehr schiefgehen. Die Grand Lady und die Stadt Coquimbo lassen die zwei Hobbyradler schnell hinter sich. Die Küstenstraße führt sie nach La Serena, der zweitältesten Stadt Chiles. Spanische Eroberer gründeten sie im 16. Jahrhundert. Das erste Etappenziel ist nicht zu übersehen, El Faro Monumental. Okay, Winnie, erste Boxenstopp. Gut. Gehen wir auf den Seiten, da sieht man einen schönen Blick. Ah, ja. Am Leuchtturm der Stadt, der in den 50er Jahren gebaut wurde, ziehen sie Zwischenbilanz. So, Winnie, Zwischenstand, Kilometro. Kilometro, okay. Wenn wir schon technisch perfekt sind, dann muss man es auch ausnutzen, gell? Also jetzt sind wir genau gefahren, 11,58. Weiter geht's. Den Strand verlassen die Biker gleich Richtung Innenstadt. Im Schiffsbauch der Grand Lady sind der zweite Offizier Christian Baumann und Kadett Markus am Ende des Ballasttanks angelangt. Hier ist Farbe zwar noch drauf, aber der Rost ist unten drunter. Das sieht man schön durch die Verfärbung und dass sich die Farbe löst. Die Problemstellen fotografiert Christian Baumann. So bekommen auch seine Vorgesetzten einen Eindruck vom Zustand der Tanks. Das ist einer der Einlässe fürs Seewasser und man sieht am Rand sehr doll, dass da schon das Seewasser halt dran genagt hat. Das ist hier von innen sehr angerostet. Da ist schon die Farbe halt komplett ab. Gut gewartete Ballasttanks sorgen für die Sicherheit von Gästen und Crew. Regelmäßige Kontrollen sind deshalb ein absolutes Muss. Schon die kleinsten Mängel müssen frühzeitig erkannt und ausgebessert werden. Ja, die Inspektion hat ergeben, dass der Tank gar nicht so schlecht aussieht. Es sind einige Roststellen, die müssen gemacht werden. Also die Jungs werden in den nächsten Tagen Rost klopfen. Danach wird der Tank neu geföhnt, also neu gestrichen. Und dann können wir ihn wieder nutzen. Den Aufenthalt in Coquimbo nutzen auch Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleis und seine Frau, Künstlerchefin Katrin Wiedmann, mit Sohn Leo für einen kleinen Familienausflug. Gemeinsame Stunden wie diese kommen während der Kreuzfahrt äußerst selten vor. An Bord ist man natürlich sind wir immer eigentlich on duty und im Beruf. Und dann kommen Gäste, die sprechen uns an. Und da hat man eigentlich keine ruhige Minute, wo man wirklich mal das Gefühl hat, man ist privat. Und hier sind wir jetzt wirklich einfach mal privat, auch mit ihm und Familienausflug. Und für uns ist es einfach Balsam fürs Herz, mal zu dritt zu sein. So viele Farben und Gerüche. Mit anderthalb Jahren hat Leo schon einiges von der Welt gesehen. Das kann man nicht von vielen Kindern in seinem Alter behaupten. Aber er ist immer noch begeisterungsfähig. Also er ist schwer beeindruckt, auch von den Fischen und von den Hunden. Ja, wow, wow. Also hier gibt es schon wahnsinnig viel zu entdecken. Wahnsinnig viel. Aber jetzt ist es auf dem Arm, weil es doch ein bisschen zu schmutzig ist, um da rumzulaufen. Aber es ist für ihn auch ein Abenteuer auf jeden Fall. Ein anstrengendes Abenteuer. Bei so vielen Menschen und so einem Lärm werden Beine und Augen von Leo schnell müde. Zeit für die Rückkehr. Und nun heißt die Pflicht ruft. Das war ein wunderschöner Ausflug. Leo wird müde. Ich glaube, wir müssen nach Hause. Jawohl, aber es war schön. Ja. Danke. Das Treiben auf dem Markt geht ohne die Kleinfamilie weiter. Von müden Beinen spüren Kapitän Hansen und sein Kollege Winfried Koller auf der Fahrradtour nichts. Das ist die noblere Gegend hier, gell? Ja. Lauter schöne Häuschen. Das zweite Etappenziel ist eine schöne Stadtanlage. Früher ging es hier nicht so friedlich zu. Das ist der sogenannte Plaza de Armas. Alle
südamerikanische Städte haben sowas. Das heißt ja der Waffenplatz. Und früher, als Krieg war, musste das Volk dann immer hierher kommen und hat dann ihre Waffen bekommen. Und deswegen heißen die zentralen Plätze meistens Plaza de Armas. Aber Winnie, ich bin neugierig. Wie viele Kilometer haben wir? 14,1. 14,1, bravo! Und dann entdecken die Sportfreunde ein Pferderennen der ganz besonderen Art. Hoppa, 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 hoppa. Hopp, 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 hopp. Ich habe nie was so gesehen. Nee, ich auch nicht. Rapido! Ich auch nicht. Rapido! Hoppa, hoppa, hoppa. Mit den Plüschpferden könnten der Kapitän und der Borgarzt auch zur Grand Lady zurückkoppeln. Doch die Herren bevorzugen ihre Drahtesel. Zurück im Hafen. Küchenpraktikantin Elisabeth wurde vor 3 Wochen in die Patisserie versetzt. Eine süße Angelegenheit und eine schöne Ablenkung von der kalten Küche. Dass sie manchmal ihrem Chef Gerald nur zuschauen darf, sieht sie aber sehr pragmatisch. Viele Köche vernerven den Brei. Wenn ich ihm jetzt hier helfe und auch noch einen Kuchen, und dann bringe ich ihn vielleicht durcheinander oder mache irgendwas kaputt und ja. Es ist nicht immer gut, wenn man mitmischt. Deswegen, wenn er will, dass ich helfe, sagt das immer. Und wenn nicht, dann mache ich halt dabei nichts. Doch zu tun gibt es genug. Fast 60 Torten werden hier täglich gebacken. Dazu kommen Kuchen und Nachspeisen en masse. Die Passagiere wollen verwöhnt werden. Die 19-jährige Köchin aus Miesbach blüht bei den Süßspeisen richtig auf. Patisserie macht extrem viel Spaß. Ich weiß auch nicht warum, aber. Es ist einfach so, das ist alles neu, das gibt es bei uns in der Küche nicht so. Wir machen halt immer ein paar Cremes oder so und Kuchen ist Chefsache bei uns. Und deswegen macht es extrem viel Spaß, glaube ich, weil alles neu ist und ich darf so viele neue Sachen machen. Und der Terra lässt mich auch extrem viel ausprobieren. Und es sind alles extrem nette und lustige Leute. Es gibt den ganzen Tag was zu lachen. Es ist echt schön hier. So glücklich war Elisabeth selten. Mit Spritztüte in der Hand vergisst sie sogar ihr Heimweh. Heimatgefühle kommen dafür bei Kapitän Morten Hansen bei seiner Fahrradtour mit Bordarzt Winnie Koller auf. Auf einem Markt verwandelt er sich in einen Wikinger. Ich würde sagen, ein Norweger. Neuer Fahrradhelm. Ja. Super. Ein Schnappschuss jagt den nächsten. Auf dem Markt von La Serena geht der Kapitän auf Tuchfühlung mit einem Lama. Die Kamelart ist in den Anden weit verbreitet. Die Bewohner nutzen sie als Lasttiere. Lamas eilt ein feuchter Ruf voraus. Sie spucken gerne. Dadurch regeln sie die Rangordnung in der Herde. Normalerweise trifft es also nur Artgenossen. Trifft es Morten Hansen, wäre das Kapitänsbeleidigung. Aber alles trocken geblieben. Genauso wie die Kehle der Sportsmänner. Ein Saftstand mit exotischen und frischen Früchten kommt da wie gerufen. Ja, ein paar Vitaminen. Schaut gut aus hier in den Laden. Hier. Ich nehme Banane und Pina heißt das auf Ananas. Ananas, genau. Früchte und dann geht's wieder los zurück zum Schiff. Chile ist ein wichtiges Obstanbaugebiet. Das liegt vor allem an den über 300 Sonnentagen im Jahr und den fruchtbaren vulkanischen Böden. Das Land exportiert hauptsächlich Trauben und Äpfel. Aber ausgerechnet Bananen und Ananas werden aus den Nachbarländern importiert. Schmecken tut's trotzdem. Ein Traum, ein echter Traum, gell? So richtig schön frisch. So schmeckt das. Der Kohlenhydrat- und Vitaminspiegel ist aufgetankt. Den Rückweg zur Grand Lady müssen Morten Hansen und Winfried Koller sicher nicht schieben. Wenn man's genau nimmt, geht's dir gut. Und du liebst doch, was du tust. Du erwartest viel zu viel, denn der Weg ist das Ziel. An Bord probt Gregor Meile mit seiner Band. Hey, yeah. Wenn die Oma zu Besuch kam, hat die Taschen voller 5-Mark-Stücke gehabt. Und deswegen hat mein kleiner Bruder und ich, wir haben ja mit der Blockflöte und so, wir haben ja immer alles ausgecheckt und haben die Oma, bis sie gegangen ist, bis zur Türe mit der Blockflöte begleitet, um so viel 5-Mark-Stücke wie möglich aus der Tasche zu locken. Das waren somit so die ersten, sag ich jetzt mal, Konzerte. Inzwischen hat sich die Zahl seiner Fans vertausendfacht. Eine junge Dame
war schon von Anfang an Feuer und Flamme. Seit 2007 ungefähr bin ich Gregor Meile Fan. Da hat er bei einer Castingshow mitgemacht und hat immer seine eigenen Lieder gespielt. Das fand ich sehr schön. Und jetzt sitze ich hier und kann ihm zuhören. Und da muss ich erst nach Südamerika kommen, um ihm so nah zu sein. Das ist total cool gerade. Das Aufeinandertreffen auf der Südhalbkugel ist Zufall. Lisa lässt sich ihre Chance nicht entgehen. Servus, hi Gregor, hi. Hallo. Hallo. Ingo. Ich wusste da. Ihr sitzt da. Das war total wild. Ich hatte die ganze Zeit zu meinem Freund gesagt, da sitzt doch gerade echt viel rein hinter einem im Flugzeug. Das kann ja gar nicht sein. Ach, sind wir zusammen im Flugzeug? Ja. Hi. Hi, Sebastian. Hast du ein besonderes Lied, was wir dir spielen dürfen? Niemand fand ich immer. Niemand, okay. Niemand kriegen wir noch hin. Moment, das ist also das Playback 2. Jede Sekunde atmest du ein, du musst nicht dran denken, es läuft von allein und willst. Du liebst, bis du stirbst. Du brauchst niemanden, der dir zeigt, wie leicht man lebt. Seit über 6 Jahren kennt Lisa diese Zeilen in- und auswendig. Für die Sozialarbeiterin geht in diesem Moment ein Teenager-Traum in Erfüllung. Die lange Version. Dankeschön. Das ist einfach total schön gewesen, ihn ganz für sich zu haben, quasi einfach mal ein Lied für sich gespielt zu bekommen und ihn einfach so nah sein zu können. Also für mich ist er natürlich schon ein großer Star, gerade mal wenn man bedenkt, wie lange ich jetzt ihn schon, ja, angeschmachtet ist das falsche Wort, aber seit wann ich halt Fan bin. Also ich meine, ich war 15. Und da sieht man das natürlich alles noch ganz anders. Da kreischt man so hinterher und jetzt ist man einfach ein bisschen älter, ein bisschen reifer und das war echt schön. Genug geschmachtet. Ab jetzt spielt wieder Freund Sebastian die erste Geige an Lisas Seite. 3 Stunden später. Die Grand Lady verlässt den Hafen von Coquimbo. Kapitän Morten Hansen ist nach der Fahrradtour total entspannt. Eigentlich war der 3 Viertel vor der Arbeit gemacht in der Früh mit Andocken. Und jetzt ist nur Leine los und dann segeln die Schiffe fast alleine raus. Und kein Platz und dann Richtung Iquique, unsere letzte Hafen in Chile. Das Auslaufen ist immer ein spektakuläres und vor allem lautstarkes Ereignis. Ob mit Flügeln, Tüchern oder Händen. Alles winkt zum Abschied. Nach dem Anlegen übernimmt Staffkapitän Bojan Malew auch dieses Manöver. Auf dem Sonnendeck haben sich viele Gäste versammelt. Die Schwestern Angela und Anja genießen jetzt jede Sekunde. Wir sind auf alle Fälle im Urlaub angekommen, weil wir merken, dass wir haben keinen Druck. Wir müssen uns um nichts kümmern. Es ist alles da, es wird für alles gesorgt. Und das Wetter ist ja super. Also von daher, ich überlege mir jetzt, in Deutschland ist es gerade kalt, vielleicht sogar Schnee, keine Ahnung. Hier rennt man mit T-Shirt rum, muss aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Das ist schon Urlaub pur dann. Küchenpraktikantin Elisabeth verfolgt das Auslaufen wieder vom Crewdeck aus. Für ihren Geschmack kommt das Entdecken der fremden Länder etwas zu kurz. Überall, wo wir sind am Hafen, gibt es immer die gleichen Souvenirs. Es steht nur ein anderer Name drauf. Und ja, ich will halt meinen Magneten kaufen, den kriege ich auch in jedem Hafen. Und ja, mehr sehen tun wir halt alleine. Wir haben halt nicht so viel Zeit und deswegen ist das für uns jetzt auch nicht, ja, was zum Essen, mal was anderes. In anderen Ländern gibt es ja auch anderes Essen, aber sonst ist das eigentlich alles immer ziemlich gleich. Man sieht ja nicht viel von dem Hafen. Deswegen erwartet man auch irgendwann nicht mehr ganz so viel davon. Aber schließlich ist die Nachwuchsköchin ja auch zum Arbeiten da. Bevor die Grand Lady die letzte Station in Chile ansteuert, steht ein Seetag auf der Reiseroute. Kapitän Hansen läutet den Tag ein. Eine wunderschöne guten Morgen, meine liebe Gäste. Hier spricht der Kapitän von der Brügge. Ja, endlich eine Seetag zum Erholung. Und wir fahren weiter Richtung Norden.
mit einer gemütlichen Geschwindigkeit, zwei Maschinen voll voraus. Und morgen Iquique, pünktlich Ankunft. Und morgen ist die Ausbootung mit unseren Tendebooten. Bis dahin können die Passagiere die Seele baumeln und die Eindrücke sacken lassen. Und Sänger Gregor Meile spielt zusammen mit seiner Band und zwei kleinen Fans auf dem Achterdeck eine Partie Shuffleboard. Ich bin auch wieder zu schwach. Da müssen Sie noch mal ran an die Muckibude. Ach, dafür hast Chips zum einen weiter. Sehr gut, Tom. Dankeschön, sehr aufmerksam. Bitte, Ingo. Nee, ich spiele jetzt beim Tom im Team. Du spielst beim Tom im Team, weil der besser ist. Deswegen, Opportunist. Beim Shuffleboard müssen die Spieler Scheiben mit einem Schieber auf möglichst hohe Punktefelder platzieren. Eigentlich ein Spiel für zwei. Doch je mehr Leute, umso lustiger. Das geht schon nicht. Also das ist quasi wie Eis, wie heißt das, Eiscurling? Curling oder so, ja. Ein bisschen. Aber das ist ein tolles Spiel, vor allem kannst du es auch beim Seegang spielen. Ne? Also es ist, im Vergleich zum Kicker geht es schon besser. Ja, ich würde sagen, unser Team hat gewonnen. Man muss nicht gut spielen, man muss wissen, mit wem man sich einlässt. Beim Shuffleboard ist es wie in einer Band. Wichtig sind die richtigen Mitspieler. Bei Gregor Meile, Ingo und Christian ist diese Voraussetzung erfüllt. Eine wichtige Voraussetzung für arbeitswütige Crewmitglieder ist gutes Essen. Dem zweiten Offizier Christian Baumann und den Kadetten Ellen und Markus knurrt der Magen. Ja, der Markus und ich, wir haben jetzt gerade die Wache übergeben und sind hier runtergekommen zum Mittagessen, haben die Ellen auf dem Gang getroffen, haben sie gleich geschnappt und mitgenommen. Und jetzt stärken wir uns erstmal. Das Angebot ist groß. Trotzdem ist klar, die Crew der Grand Lady wird nicht ganz so verwöhnt wie ihre Gäste. Essen ist ja abwechslungsreich. Es gibt immer so Hoch- und Tiefphasen. Momentan sind wir eher in der Tiefphase, aber es wird auch wieder besser. Sehr gut ausgedrückt. Am Buffet herrscht gerade Ebbe. Und auch bei Ellen waren die Wasserstandsmeldungen schon einmal besser. Ja. Ellen, was macht denn eigentlich dein Tenderboot-Führerschein? Ja, es ist irgendwie ein bisschen ins Stocken geraten. Okay. Aber ich hoffe, dass ich jetzt in 2 Tagen sind wir in Iquique. Und da liegen wir auch wieder vor Anker. Also hoffe ich, dass wir. Letzte Chance für dich, oder? Ja, bevor ich nach Hause gehe, dass ich den dann noch bekomme. Ja. Und nicht dann noch meinen nächsten Vertrag abwarten muss. Also mal schauen. Ja, das kriegen wir schon hin. Die zielstrebige Hannoveranerin hat noch viel vor in ihrer beruflichen Laufbahn. Der Tenderbootführerschein ist dafür ein absolutes Muss. Ich hoffe sehr, dass ich mit dem Zertifikat von Bord gehe. Es wäre sonst ein bisschen traurig, wenn ich dann ohne Zertifikat nach 5 Monaten gehen muss. Vielleicht kehrt sie ja mit einem Lächeln und einem Führerschein nach Hause zurück. Nichts zu lachen auf der Grand Lady haben dagegen Kolibakterien. Auf die macht Krankenschwester Miriam mit Medizinstudentin Victoria Jagd. Miriam weiß, wo sich die Bakterien gerne verstecken. Zum Beispiel in Eisschränken. Mit dem Handschuh. Du darfst niemals ohne Handschuhe in die Eismaschinen reingehen. Darfst du dir zwei anziehen? Wir müssen die Eismaschinen testen auf E. coli. Das sind die Darmbakterien. Und ja, das machen wir jetzt. Wir nehmen jetzt Eisproben in die Tüten. Und ich zeige der Victoria gerade, wie es funktioniert. Einige Arten Kolibakterien kommen gern im Trinkwasser vor und können Darmkrankheiten hervorrufen. Das Eis ist daher ein potenzieller Gefahrenherd. Warte, ich zeige dir, wie es zugemacht wird. Drehen, nochmal drehen und dann ist es zu. Ja, ich habe gerade ganz neue Bereiche hier kennengelernt, von denen ich so gar nicht wusste vorher, dass sie existieren. Und es ist eigentlich auch ganz interessant, was am Schiff natürlich alles gemacht werden muss. Also da habe ich vorher nie drüber nachgedacht, dass man natürlich das ganze Wasser kontrollieren muss auf Bakterien etc. Ab ins Labor. Sollten sich Krankheitserreger im Eis eingeschlichen haben, wird die Charge sofort entsorgt. Denn das Wohl der Passagiere ist auf einer Kreuzfahrt oberstes Gebot. Die Crew und der Kapitän müssen aber auch bei Laune gehalten werden, finden zumindest Gregor Meile und die Band. Jetzt sind wir auf der Brücke. Der Kapitän ist überrascht jetzt mit einem Seemannsliedchen. Ah! Pauli, St. Pauli, mein Herr.
Also solche Besuche, den kriegt man nicht so oft. Zur Feier des Tages gibt es Kuchen. Kapitän Hansen zeigt Gregor Meiles Mutter seine Familienfotos. Und der zweite Offizier Christian Baumann führt die Musiker in die Navigation der Grand Lady ein. In Sachen Technik hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Von hier aus können wir die Maschinen kontrollieren. Dasselbe Pult haben wir drinne und einmal auf der anderen Seite, auf der Backbordseite. Und das hier, was ihr hier seht, das ist ein Maschinentelegraph. Mittlerweile läuft das so, man steuert sie direkt. Früher war es so, man hat über den Telegrafen das Kommando in den Maschinenraum gegeben und dann haben die die Maschine gesteuert. Deswegen auch immer dieses Ring-Ring. Genau. Das gibt's nicht mehr. Heute ist das ein ganz kleines Gerät. Als gebürtiger Baden-Württemberger ist Gregor Meile eigentlich eine Landratte. Aber für die Grand Lady interessiert er sich trotzdem. Wie niedrig kannst du fahren im Wasser? Was ist, also die Geschwindigkeit, oder? Nee, von der Wassertiefe. Ach so, also wir haben 8 Meter Tiefgang und sollten immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel haben. In diesen Momenten blüht Christian auf. Seine Begeisterung für Schiffe teilt er gerne. Also ich finde es immer sehr schön, wenn jemand auf die Brücke kommt, der Interesse an der technischen Seite hat. Weil viele wollen immer nur aus dem Fenster gucken, wollen einmal auf der Brücke stehen und einmal das Gefühl haben, hier gewesen zu sein. Und die Jungs haben echtes Interesse, die interessiert auch, was hinter den Knöpfen steckt, was hinter den Hebeln steckt. Und das finde ich immer schön. Seine Leidenschaft für die Seefahrt hat auch Kapitän Morten Hansen früh entdeckt. Dazu gehört auch eine Vorliebe für nautische Kopfbedeckungen. Gregor, wie du siehst, ich habe eine Mütze, Luzemütze. Hier bin ich den chilenischen Fjord Cap Horn. Also, dann kommt's. Den Riesenbällen. Ja. Aber ich habe mir ein Ding in Brasilien gekauft, was ich habe nie auf der Brücke hier. Und ich habe gehört, du warst nur eine Stunde in Rio. Und du war nur eine Stunde nachher. Hier, eine echte Karnevalmütze aus vom Rio. Und die soll ich setze ich jetzt mal auf. Es ist deine. Ach komm, du sogar. Danke dir. Da, 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 da. Das ist doch schon mal. Passt doch, steht doch auf. Das ist doch super. Hat sich doch gelohnt, die Stunde in Brasilien. Danke dir, super, warte mal. Ein guter Tausch. Zack. Würde dir auch gut stehen. Ja. Super. Ein Lied, ein Kuchen und 2 Hüte. Das perfekte Rezept für gute Laune. In der Atlantic Lounge läuft derweil die Generalprobe der Welcome Show. Eine der letzten in Anwesenheit von Künstlerchefin Katrin Wiedmann. Bald verlässt sie das Schiff und ihr Ensemble. Also die große Herausforderung ist jetzt für das Team auf dieser Reise, dass ich eigentlich mich total raushalte. Also die müssen jetzt plötzlich ganz alleine. Bisher war ich immer da und da gesessen und habe angesagt, jetzt geht's los und jetzt machen wir das und das. Und jetzt ich halte mich ganz zurück, ich stehe in der Regie und gucke mir das an. Und wenn mir was Schlimmes auffällt, dann sage ich es natürlich, ne? Das ist klar. Aber das ist jetzt für die auf dieser Reise die große Aufregung und Herausforderung, das alles so hinzukriegen. Ganz besonders heikel ist die Schlusspose. Ein Herz, geformt aus den Armen der Tänzer. Es war wirklich ziemlich gut. Das Herz war fast perfekt. Aber fast perfekt ist nicht genug. Und ganz ohne Katrin Wiedmann klappt es noch nicht. Ja, die Schwierigkeit ist, es ist stockfinster. Und man hat nur die Hände und man hat eigentlich nur eine Sekunde, um in diese Position zu kommen. Und man sieht es nicht von vorne. Also mit Spiegel ist es viel einfacher, wenn ich da stehe und sage so und so. Aber die müssen einfach tschuk, und es muss richtig sein. Das sind manchmal Millimeter und das ist nicht mehr schön und nicht mehr krumm. Und die Gäste sagen uns das auch nach der Show. Das Herz war aber nicht schön. Also deswegen strengen wir uns an, dass wir es schön hinkriegen heute. Ist ja verständlich. Ein gebrochenes Herz möchte niemand sehen. Chef. Während die Sonne am Abendhimmel langsam ihre Kraft verliert, gewinnen die Passagiere der Grand Lady an Glanz. Die große Willkommenfeier steht vor der Tür. Heute Abend ist Galaabend und Captain's Handshake. Und da das ja quasi ein 4-Sterne-Hotel auf See ist, wird halt um entsprechende Kleidung gebeten. Und generell macht man sich ja gerne schön als Frau. Und das ist einfach der perfekte Anlass. Irgendwie habe ich gerade eben den fertigen Knoten zerstört. Den fertigen Knoten, den ich nur mit Anleitung hinbekommen habe? Ja. Ich bezweifle mal, dass ich das nochmal hinbekomme. Ja, ich auch, ohne App. Der ist ja fast fertig. Nee, tut mir leid. Dann müssen wir
vielleicht einfach mal bei der Nachbarkabine oder so klopfen. Traurig, aber wahr. Ohne Smartphone ist der Mann von heute einfach aufgeschmissen. Krawatten binden kann ich deswegen nicht. Dafür habe ich eine App auf dem Handy mit Erklärungsvideos. Aber ohne Handyempfang geht gar nichts. Doch es gibt Hoffnung. Mitten auf dem Pazifik findet der 30-jährige Student und Immobilienmakler bestimmt einen Gentleman der alten Schule. Entschuldigen Sie bitte, eine Frage. Könnten Sie eine Krawatte knoten für den Galaabend? Ich krieg das nicht leider hin. Knoten, die Krawatte, ja. Ja, das ist perfekt. Ist das ein Witz oder ist das... Nein, das ist jetzt ernst gemeint. Passend wäre natürlich ein Pazifikknoten. Den gibt es aber nicht. Da muss ein Atlantikknoten reichen. Im unteren ziehen Sie es fest, im oberen den Knoten fest. Und so sehen Sie ganz elegant aus. Perfekt. Vielen Dank. Danke. Ich bin jetzt echt froh, dass ich jemanden gefunden habe, der mir hilft, den Knoten zu machen. Und sieht auch gleich besser aus. Und dieser Knoten muss für die Feierlichkeiten der nächsten Jahre halten. Ein Galaabend ist immer außergewöhnlich. Aber nicht nur für die Gäste, vor allem für die Bordküche. Küchenpraktikantin Elisabeth bei ihrer Lieblingsbeschäftigung: Schreiben mit flüssiger Schokolade. Wir haben heute Galaabend. Ich weiß, wir müssen den Captain's Dinner, die Teller mit Namen beschriften. Und wir sind jetzt eigentlich soweit fertig, nur ich soll das jetzt üben und muss das jetzt auch machen. Und ja. Vor einigen Wochen hatte die Praktikantin aus Miesbach beim Happy Birthday Schriftzug Probleme mit der Rechtschreibung. Aber seitdem hat Elisabeth einiges gelernt und kennt die Tücken beim Verzieren. Schreiben kann ich ja, also das lernt man in der ersten Klasse. Aber das Schwierige ist, gerade zu schreiben, weil man hat auf dem Teller keine Linien, dann der Platz, dass es auf den Teller passt. Und dass man es leserlich ist, weil die Schokolade ist ja flüssig, die verläuft, ist nicht wie ein Stift. Es ist eigentlich alles nicht so einfach. Küchenchef Christian Siegertz hat das letzte Wort. Er entscheidet, welcher Teller auf den Tisch kommt. Was, den hast du gemacht? Sieht man doch. Nee, weil dass das alles zusammenpasst. Ne? Ja, den habe ich gemacht. Mhm. Ramen wird Alex Herald gemacht. Sieht besser aus, ne? Ein bisschen, ja. Ja. Nee, muss schon zusammenpassen. Ja, mach mal schöner. Oder wir nehmen das direkt. Wir nehmen das direkt. Ja, hervorragend. Ja. Schreib doch mal. Nein, ich bin nicht sauer, dass wir den Teller von Gerald nehmen. Das war mir von Anfang an klar, weil der macht es einfach jeden Tag. Das sieht einfach besser aus. Und er hat ja selber gesagt, Übung macht den Meister. Das ist so. Und irgendwann hoffe ich, dass ich das auch kann. Aber das muss man halt jeden Tag oder oft trainieren. Und ich bin halt noch nicht so weit. Aber Elisabeth hat an Bord noch viel Zeit zum Üben. Die Außendecks der Grand Lady sind fast leer gefegt. Alles strömt zur Galafeier in das Bordrestaurant. Am Captain's Table begrüßt Morten Hansen seine Gäste und bittet zu Tisch. Eine außerordentliche Ehre. Gregor Meile ist auch dabei, ohne Krawatte. Ich versuche mich immer den Dingen irgendwie anzupassen. Ne? Ich würde jetzt kein Smoking anziehen. Das Jackett habe ich von Xavier Naidoo geschenkt bekommen. Und da habe ich gesagt, das ist doch perfekt, kann man noch zum Kapitänsdinner anziehen. Ich habe auch nur zwei, drei Jackets. Mehr habe ich gar nicht. Ja, meine liebe Gäste, ich hoffe, ich habe einen guten Wein gekriegt. Zum Wohl, einen schönen Abend und guten Appetit. Ja. Zum Wohl. An den Kapitänstisch eingeladen werden in der Regel VIPs, Hochzeitspaare, Stammgäste oder Personen, die dem Kapitän besonders sympathisch sind. Morten Hansen ist vor allem wichtig, dass die Atmosphäre locker bleibt. Kapitäntisch ist ja ein Höhepunkt für viele, aber ich bin ein ganz natürlicher Mensch. Ich mag es nicht so steif. Bisschen lockere Stimmung auch. Und das passt manchmal und manchmal klappt das auch nicht. Aber heute Abend haben wir einen guten Tisch erwischt mit guten Gästen und könnte nicht mehr perfekt sein. Auf einem perfekt besetzten Tisch gehört ein perfekt abgestimmtes Menü. Etwa 50 Köche arbeiten mit Hochdruck an den Vor-, Haupt- und Nachspeisen. Küchenchef Christian Siegertz ist stolz auf das Gemeinschaftswerk.
ein super schönes Gala-Menü ausgedacht. Und das Highlight ist einmal der Crossgebratene auf der Haut gebratene Zander und die Entenbrust zur Auswahl. Ist super geil. Und dann gibt es noch ein schönes Kürbisparfait zum Schluss. Super schön. Die unterschiedlichen Gerichte auf den Punkt fertig bekommen, da muss jeder Handgriff sitzen. Die Zubereitung eines Gala-Menüs auf einer Kreuzfahrt ist immer wieder eine Meisterleistung der Küche. Davor zieht auch Musiker und Feinschmecker Gregor Meile seinen Hut. Wenn man in Deutschland ein Restaurant hat, gehst du halt auf den Großmarkt schnell einkaufen, kriegst du ja alles frisch. Auf dem Schiff musst du ja die Logistik dahinter, ist das zu planen. Wir haben gerade darüber gesprochen, es gibt 90 Köche hier an Bord. Und jedes Essen muss ja auf dem Punkt sein. Also mein ganz großer Respekt, ganz lecker, ganz toll gekocht. Kann man nicht anders sagen. Hobbykoch Gregor Meile weiß, wovon er spricht. Das Lob kommt mit Sicherheit in der Küche an. Während die letzten Sonnenstrahlen über den Pazifik huschen, füllt sich die Atlantic Lounge zur Welcome-Show bis auf die letzten Plätze. Mit dabei die Schwestern Anja und Angela und das Pärchen Lisa und Sebastian. Der Krawattenknoten hält, genauso wie der Rücken von Entertainment-Managerin Cori. Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie im Namen aller Künstler ganz herzlich hier in der Atlantic Show Lounge zu unserer großen Willkommensgala begrüßen. Lass die Sonne in dein Herz. Schick die Sehnsucht himmelwärts. Die Chefin schaut genau hin. Gib dem Traum ein bisschen Freiheit. Lass die Sonne in dein Herz. Und ist dann ganz entspannt. Ich bin wahnsinnig zufrieden. Wir haben es super gemacht heute. Richtig, richtig gut. Das, was wir geübt haben mit dem Herz, ist perfekt gewesen. Ja, richtig, richtig gut. Super Energie, super Stimmung. Also ich finde es toll. Das Showensemble meistert den Auftritt weiter. Auch ohne Katrin Wiedmann an Bord werden sie die Zuschauer künftig bei ihren Abendshows mitreißen. Wirklich prima, die können Akrobatik, die haben ein Taktgefühl, es ist echt Wahnsinn, dazu zu schauen. Ja, es ist echt super. Es reicht dann richtig mit, gerade der Rock'n'Roll zum Schluss und die Kostüme sind einfach auch total hübsch, also das macht echt Spaß zu gucken. Für das Quartett geht ein rundum gelungener Abend zu Ende. So darf die Reise gerne weitergehen. Die Gäste am Kapitänstisch sind immer noch mit ihrem Gala-Menü beschäftigt. Gerade wird die Nachspeise gereicht. Quiz inklusive. Was steht auf deinem Teller, Gregor? Ja, steht der Name. Da steht Grönemeyer. Nee. Aber alles Richtige geschrieben? Ja, das stimmt, da kann man den essen. Herbert Grönemeyer kommt heute vermutlich nicht in den Genuss von Kürbisparfait. Und das schmeckt, wie der Name schon sagt, einfach perfekt. In der nächsten Folge. Offizier Christian und Reiseleiterin Cori heben in Chile ab. War richtig, richtig cool, wirklich. Total schön. Doch Christian landet hart. Wir hatten eine kleine Bruchlandung. Küchenpraktikantin Elisabeth hat einen besonderen Verehrer. Ich habe mich schon ein bisschen erschrocken, weil die doch ziemlich schnell werden können, ist mir gerade aufgefallen. Und mit Gregor Meile rockt sogar der Küchenchef.